Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Heute wieder in der Nähe vom Leutze. Ein Blick auf das Straßenbauprojekt Rosenstein. Wir haben ja schon öfter berichtet. Zuletzt von der Inbetriebnahme des B10 Rosenstein Tunnels. Und heute sind wir hier direkt vom Leutze. Man kann es da hinten schon blau sehen. Und jetzt ein Blick auf die Verfüllung. Hier ist also schon ordentlich wieder zugebaut. Und direkt unter uns sehen wir links eine neue Mauer, also eine Stützwand. Oh weia, ich habe das böse Wort Mauer gesagt. Eine Stützwand, um rechts davon den alten Weg wiederherzustellen. Man sieht im Hintergrund Fußgänger und auch das Fahrradgrat. Das musste einmal um die Baustelle rum. Original. Verlauf ist hier und auch rechts sehen wir die entsprechenden Arbeiten dazu für die Stützwand. Und ganz unten eine neue Stützwand zur Fahrbahn, also zum Teil neu. Rechts ist, glaube ich, noch Bestand und hier in der Mitte, man sieht es an den Graustufen. Also wenn man es genau nimmt, ist das auch die Stützwand, die wir links gesehen haben. Und man sieht ja den kleinen Hügel vom Wassersprinkler. Der muss nicht abgestützt werden für den neuen Rad- und Fußweg. Ich würde mal sagen, es gibt überhaupt keine Kamera mehr. Die nach von uns aus gesehen rechts schaute, ist schon länger außer Betrieb. Und ich sehe jetzt an den Masten gar keine mehr. Also gleich mal, wenn ich zu Hause bin, nachschauen, ob die nach links auch offline ist. Ich nehme an, die sind jetzt abgebaut. Hier sieht der Bereich auch schon ganz schön vervollständigt aus. Ich nehme an, hier braucht es noch ein bisschen Anpassung an den Bestand. Weiter links ist bereits neuer Rasen gesät worden.
Na, jetzt. Auf der alten Brücke fährt die Bahn und auf der neuen der Bagger. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.